Nordamerika vor 115 Millionen Jahren. Reptilien haben sich in perfekte Raubtiere verwandelt. Überall lauert der Tod. Flugsaurier rauschen aus der Luft heran. Raubsaurier jagen ihre Opfer. Tyrannosaurus Rex bricht durch den Urwald. T-Rex war der Nonplusultra-Räuber unter allen Landtieren. T-Rex ist eines der größten und gefährlichsten Tiere, die sich je auf zwei Beinen bewegten. Über 2 Millionen Jahre lang beherrscht er weite Teile des heutigen Nordamerika. Mit seiner außergewöhnlichen Kraft bringt dieser intelligente Räuber auch große und gut gepanzerte Beutetiere zur Strecke. Der T-Rex-Schädel ist extrem lang. Und jeder Zahn ist eine panzerbrechende Waffe. Er hätte den Oberkörper eines Menschen durchbeißen können oder ein ganzes Kind verschlingen. Tyrannosaurus Rex, der unbestrittene König der Saurier, wird 13 Meter lang, 6 Meter groß und wiegt bis zu 7 Tonnen. Auch sein Maul ist gewaltig. 1,50 Meter pure Kraft mit 60 bis zu 30 Zentimeter langen Zähnen. Sein Schädel besteht aus 64 Knochen, eine leichte und trotzdem starke Konstruktion. Seine Kiefer haben 16 Mal mehr Kraft als die eines Alligators. Die dolchförmigen Schneidezähne sind an den Kanten gezackt, perfekt, um Fleisch zu zerreißen. Mit den größeren, abgerundeten Backenzähnen kann T-Rex Knochen zermalmen. Dank starker Muskeln hält sein Maul Druck aus jeder Richtung stand. Wir wissen ziemlich genau, wie er seine Beute tötete. Ein Satz, ein Biss, das war's. Dieser Dinosaurier fraß nicht nur das Fleisch des erlegten Tiers, sondern einfach alles. Gewaltige Beine und das Becken machen die Hälfte des Körpergewichts dieses Kraftpakets aus. Sein Schwanz wiegt 1 Tonne, denn er muss das Gewicht von 500 Kilogramm Kopf und Kiefer ausbalancieren. Der Kopf besteht zu 2 Dritteln aus Muskeln. Die Kieferkraft würde ausreichen, um Stahl zu verbiegen. Das Zusammenspiel der Muskeln macht den Biss des T-Rex kräftig genug, um mit den stärksten Tieren der Kreidezeit fertig zu werden. Trotzdem sind seine Zähne nicht so scharf wie die eines heutigen Löwen oder Hais. T-Rex hat die stumpfsten Zähne der ganzen Tyrannosaurus-Familie. Diese Zähne sind dafür gemacht, dicke Panzerungen und Muskeln zu knacken. Mit einem einzigen Biss. Tyrannosaurus Rex konnte sich in einen großen Fleischbrocken verbeißen und durch Hin- und Herdrehen große Stücke herausreißen. Wahrscheinlich sogar Knochenstücke. Die Nackenmuskeln des T-Rex sind fast so kräftig wie seine Beinmuskeln. Mit 60 cm Durchmesser sind sie stark genug, um ein Nilpferd hochzuheben. Mit dieser Kraft besiegt er manchmal sogar den bestgepanzerten Pflanzenfresser der Urzeit, den Triceratops. Die beste Waffe gegen Triceratops ist eine 75 mm Panzerabwehrkanone. Triceratops schützt sich mit einem knöchernen Nackenschild und wehrt Angreifer mit seinen 1 Meter langen Hörnern ab. Er musste ihn zerschmettern. Die einzige Möglichkeit, diesen großen, geschwungenen, harten Schild zu durchbrechen, ist ein vernichtender Schlag mit den Zähnen.
Doch um erfolgreich gegen einen Triceratops zu kämpfen, sind nicht nur gute Zähne nötig, sondern auch Kraft. Seine gefährlichsten Waffen trägt ein Triceratops am Schädel, den er weit in beide Richtungen drehen kann. Triceratops versuchte, seine Hörner und den Nackenschild gegen T-Rex zu richten. Die Wunderwaffe des T-Rex im Kampf mit dem Triceratops ist ein überdimensionaler Kiefer. Hinter seinem mörderischen Biss stecken zwei kräftige Muskelstränge. Einer verläuft vom Nacken zur Kinnlade und erzeugt die Geschwindigkeit, mit der dieser Fleischfresser zuschnappt. Der zweite Muskelstrang, der die Hälfte der gesamten Kopfmuskulatur bildet, verbindet den Unterkiefer mit der Mundhöhle. Diese Muskeln verleihen dem Biss des T-Rex die ungeheure Kraft von 3 Tonnen, die doppelte Kraft eines weißen Hais. Aber das ist noch nicht alles. Wie ein Python kann T-Rex seine Kiefer ausrenken. Die Schädelmechanik macht es ihm möglich, Dinge zu schlucken, die größer sind als sein eigener Kopf. Der Schädel ist dehnbar, wenn das Maul sich öffnet. Der Kopf einer Schlange ist kleiner als ein Hühnerei. Sie verschlingt es trotzdem. Es gibt keine fette Beute, die ein T-Rex nicht komplett verschlingen könnte. Tyrannosaurus Rex ist ein fleischfressendes Ungeheuer. Er setzt rohe Gewalt ein, um gut gepanzerte Beutetiere zu erlegen. Kein Geschöpf, das je auf dem Planeten existierte, lässt sich mit ihm vergleichen. Etwas unterscheidet Tyrannosaurus und speziell Tyrannosaurus Rex von anderen Raubsauriern. Obwohl T-Rex perfekt ausgestattet ist und die stärksten Tiere der Kreidezeit erlegt, hat er ein Problem. Er ist langsam. Er läuft nicht schneller als 24 Kilometer pro Stunde. Ein trainierter Mensch wäre ihm entkommen. Außerdem ist er schwerfällig. Für eine Wendung um 45 Grad benötigt er ganze 2 Sekunden. Wenn T-Rex bei der Jagd stürzte, konnte er sich ernstlich verletzen. Seine Vordergliedmaßen mit nur 2 Klauen sind nutzlos, wenn es darum geht, die Beute zu packen. Neben seiner enormen Größe und seinen gewaltigen Zähnen fallen am T-Rex vor allem die kurzen Ärmchen auf, die nicht einmal bis zum Maul reichen. Ein Merkmal des gigantischen T-Rex, das den Forschern Rätsel aufgibt. Wie wurde dieses Riesenmaul auf 2 Beinen zum gefürchtetsten Jäger der Kreidezeit? War es die reine Kraft, das mächtige Gebiss oder etwas völlig anderes? Fossilien des Tyrannosaurus Rex wurden in den USA, in Kanada und auch in Asien gefunden. An ihnen lässt sich ablesen, dass der Fleischfresser kaum natürliche Feinde hatte. Sogar mit dem schwer bewaffneten Pflanzenfresser, dem Triceratops, legte er sich an. Doch um einen Triceratops zu besiegen, sind nicht nur Muskelkraft und gute Zähne nötig, sondern auch Taktik, also Intelligenz. Und tatsächlich hat der T-Rex eines der am besten entwickelten Großhirne in der prähistorischen Tierwelt. Er kann differenzierte Sinneseindrücke verarbeiten, denn seine Ohren, sein Geruchssinn und die Augen sind besonders gut entwickelt. An seinem Sehvermögen erkennt man das Raubtier. Die Augen des T-Rex liegen 40 cm auseinander. Damit hat der Raubsaurier eine ausgezeichnete Sicht, denn er kann räumlich sehen. Das Auge ist vor allem ein Apparat, um Photonen einzufangen. Der Tyrannosaurus hat eine besonders große Netzhaut, mit der er Photonen sammelt. Mehr Photonen geben dem Gehirn mehr visuelle Information. So kann es komplexe Umwelteindrücke auswerten.
Doch die Augen dieses Hochleistungsjägers haben noch einen entscheidenden Vorteil. Die Augen des Tyrannosaurus sitzen weit oben. So hat er eine gute Perspektive und kann über große Distanzen bis zum Horizont schauen. T-Rex erkennt feine visuelle Details schon aus einer Entfernung von 7 Kilometern. Damit sieht er wesentlich weiter als der Mensch. Auch sein gutes Gehör bringt dem Jäger Vorteile. Im Innenohr des T-Rex befindet sich ein großes Hörorgan. Ein feines Gehör schien also besonders wichtig. Die Hörschnecke ist ein kegelförmiger Hohlraum, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn die Schallwellen die Flüssigkeit in Schwingung versetzen, werden tausende mikroskopisch kleiner Härchen bewegt, die elektrische Signale an das Gehirn senden. Die Hörschnecke des T-Rex ist 2,5 Zentimeter lang. Mit ihr nimmt er einen breiten Frequenzbereich wahr. Er konnte Töne mit sehr niedrigen Frequenzen hören. So erregt noch weit entfernte Geräusche seine Aufmerksamkeit. Das Piepsen der Vögel ist unwichtig, denn Vögel frisst er nicht. Doch das tiefe Grunzen des Triceratops, das im Infraschallbereich liegt, will er hören. Denn das bedeutet, gleich gibt's was zu futtern. Ein Kampf mit einem Triceratops kann für T-Rex tödlich enden. Nicht umsonst hat sich der Pflanzenfresser zu einem urzeitlichen Panzer entwickelt. Als Tyrannosaurus-Spezialist gebe ich das ungern zu, aber in der Regel hat wohl der Triceratops gewonnen. Dieser Kampf scheint unentschieden zu enden. Der König der Kreidezeit geht leer aus. Weil T-Rex ein Warmblüter ist, muss er seine Körpertemperatur konstant auf einem bestimmten Level halten. Dafür braucht er große Mengen Energie, genauer mehr als 1 Million Kalorien pro Woche. Das entspricht 750 Kilogramm Fleisch, eine Menge Beute, auch für einen erfolgreichen Jäger. Doch vielleicht besorgte T-Rex sich das Fressen auch auf andere Weise. Vielleicht war er so dreist, einem Rivalen die Beute zu stehlen. Er besaß alle Werkzeuge eines Raubtiers und die dienen einem Aasfresser genauso gut. Eins dieser Werkzeuge ist seine Nase, die empfindlichste aller fleischfressenden Saurier. Ein guter Geruchssinn war entscheidend, um Kadaver aufzuspüren. Und die hat er dann auch gefressen. Ein toter Triceratops. Die Beute eines anderen Raubtiers? Für den Tyrannosaurus Rex birgt das Aasfressen ein potenzielles Risiko. Einem anderen die Mahlzeit wegzuschnappen, kann tödlich enden. Doch T-Rex nimmt es mit allen anderen Fleischfressern auf, sogar mit einem anderen Tyrannosaurus Rex. Wenn zwei dieser Giganten gegeneinander kämpfen, bekommt der Sieger das ganze Paket. Kannibalismus in der Natur ist keine Frage von Genuss, sondern von Notwendigkeit. Auch das Fleisch eines T-Rex ist nahrhaft. Es sind Proteine, die helfen, bis zum nächsten Fang durchzuhalten. Einen Tyrannosaurus Rex anzugreifen ist Selbstmord. Es sei denn, man ist selbst ein T-Rex. Kannibalismus ist die Regel, nicht die Ausnahme. Fleischfresser sind nicht pingelig. Tatsächlich haben Paläontologen an den Knochen dieser Giganten eindeutige Hinweise auf Kannibalismus gefunden. Wir fanden Zahnspuren an den Knochen des T-Rex. Ganze Knochenteile fehlten, die von einem anderen T-Rex gefressen worden waren. Kein anderes Tier konnte diese Knochen zermalmen.